Jo, auf dem Papier hier. Und zwar eine Zombie-Katze. Reich mir deine Tatze. Ich fange an mit einem Kreis, beziehungsweise eher so ein Ei. Oder eine Kartoffel. Könnte seine Kartoffel sein. Ich glaube nein. So, wenn wir das haben, ist der Kopf definiert. Und zwar, ich mach's mal für alle Einsteiger, dass ich mir jetzt ungefähr hier die Nasenlinie mache, die Augenlinie, und dann mache ich hier bei einer Zombie-Katze natürlich total weit außen die Augen. Und zwar hier und hier. Das ist natürlich jetzt wieder die Katze, die mir jetzt gerade so einfällt. Ich muss irgendwie die ganze Zeit an den verrückten Hutmacher denken von Alice im Wunderland. Sowieso, Alice im Wunderland hat ja nun auch diese Grinsekatze. Und vielleicht steckt da sogar auch so ein Hauch mit drinne. Vielleicht ist sie sogar, wenn ich mir das jetzt genau überlege, sogar eher eine Voodoo-Katze. Weil ja ihr Mund zugenäht ist. Und Voodoo hat aber schon ein bisschen mit Zombies zu tun, weil gerade so in den alten Trash-Comics wie Das Phantom war das schon, dass im Haiti ja auch die Toten zum Leben erweckt wurden. Und das waren eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, in meine Kindheit, die ersten Zombies, mit denen ich so aufgewachsen bin. Das waren die, die über Voodoo wieder aus den Gräbern gekommen sind, um dann als lebende Tote unter den Menschen zu weilen, die meistens noch nicht mal irgendwie Gehirne gefressen haben. Das weiß gar nicht von welchen Film oder beziehungsweise aus wann das dann so kam, ob das dann wirklich erst bei George R. Romeros Night of the Living Dead zum ersten Mal, oder der Zombie hing am Glockenseil, war glaube ich sogar noch älter. Das ist glaube ich so der erste Zombie-Film. Und dann kam Night of the Living Dead. Und ich weiß gar nicht, also ich habe den irgendwie geguckt, aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, ob die da Gehirne gegessen haben. Oder ob das erst bei Zombies im Kaufhaus war. Ja, jetzt habe ich natürlich. Jetzt ist es jetzt mich sprachlos, weil ich hier gerade über Zombies geredet habe und jetzt wird dieses Video gar nicht mehr politisch korrekt sein. Also alle die. Naja, ich werde einfach eine FSK vorne ranhängen. So. Und ja, wie ihr seht, habe ich jetzt hier diesen Mund zugenäht. Soll ich da noch was zu erklären? Wichtig ist dann bei der Reihenzeichnung, dass ihr euch überlegt, welche Naht über der anderen liegt. Und das mache ich jetzt immer, dass es die hier ist. Das heißt also bei der Reihenzeichnung, dass ich. Ich mache es mal hier nochmal ganz deutlich. Ich gehe mal näher ran. Also, wenn ich denn hier die Reihenzeichnung mache, gehe ich dann hier so rüber. Und die untere geht dann an die nur ran, sodass dann immer ein oben und unten ist. Ja, das mache ich mir jetzt hier halt nicht so, sondern das merke ich mir einfach bei der Reihzeichnung, dass die, die aus der Richtung kommen, so, dass da halt dass das die übere oder die obere, genau, die obere Schnur ist vom zugewickelten Mund. Okay, wieder zurück. Zombie-Katze. Und dann kommen hier die Ohren. Und hier auch. Dann könnte man hier so ein paar Koteletten machen. So ein bisschen Leprechaun-mäßig. Der Leprechaun ist ein Kobold, der in Irland die Schuhe macht. Er ist ein Schuhmacher. Ein Schuhmacher-Kobold. Jetzt ist hier klar, hier ist ungefähr der Hals. Dann nehmen wir jetzt hier aus diesem Punkt den Schwung für den Körper. Und den machen wir so ein bisschen so, dass man hier so ein Vorderteil hat und dann kommt hier so ein Hinterteil.
Zack. Und aus diesem Hinterteil kann man den Schwung gleich hier unten mitnehmen. Und den Katzenschwanz machen. Dann mache ich hier vorne noch zwei Füße, indem ich sie mir einfach erstmal so grob hinzeichne. Und dann gehe ich hier mit einem Strich und noch ein Strich und noch ein Strich. Und das gleiche kommt dann hier in die Richtung. Warte mal, passt das? Ne, ich mache das auch so. So ein Strich und dann verschwinden die so nach hinten. Ja. So, und dann kann man hier noch zack, ein paar Krallen rauswachsen lassen. Ist das alles noch so ein bisschen Halloween-mäßig? Und da ja nun gerade fast Halloween ist, könnte ich das hier schon als ein Halloween-Special bezeichnen. Ja, willkommen bei meinem Halloween-Special. Wir zeichnen eine Zombie-Katze. Das soweit. Ihr könnt jetzt hier hinten noch einen Fuß zeichnen, wenn ihr wollt. Ich mache das mal. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich mir das so zeichne. Oder ob ich den Fuß einfach lasse. Ich glaube, ich lasse den Fuß einfach, dass es ein bisschen cartoonesker ist. Einfach den Fuß, das reicht. So. Und dann ziehe ich mir hier eine gestreifte Linie. Die geht so und dann geht sie so. So, so. Und Stück für Stück bis zum Schweif. Dann könnte man hier bei den Ohren nochmal Streifen machen. Und dann werde ich hier noch einen Hut drauf machen. Wenn wir schon so ein bisschen Wonderland-mäßig drauf sind. Und vielleicht noch hier so einen kleinen verrückten Vogel. Oder irgendwas, was brüllt. Genau. Dieses Lebewesen spricht für die Katze, weil die ja nicht mehr sprechen kann. Das ist doch eine witzige Idee. Kleiner Opernsänger. Okay, gut. Das wär's. Dann radiere ich mir das Grobe weg. Nase lasse ich mal, hier die Mütze mache ich vielleicht noch ein kleines bisschen kleiner. Die Nase lasse ich weg, dann sieht es auch ein bisschen grotesker aus. Fühlt euch da aber natürlich frei, macht was ihr wollt, so sowieso, macht immer was ihr wollt. Und fühlt euch inspiriert. Jetzt kommt die Reinzeichnung im Zeitraffer. Da. Viel Spaß. Zombie Cat. Halloween. Yeah.